Oh, das ist ja schade. Was ist denn das hier? Ist das eine Heizung oder was? Ah, ein Fahrstuhl. Wollen wir eine Runde Fahrstuhl fahren und hochfahren? Weil wir müssen, glaube ich, der hoch. Der Fahrstuhl, ne? Ist rot, der wird wohl nicht funktionieren. Na, dann machen wir Jans hier, was soll denn das? Mark. Hey. Stimmt ja, ich bin zuerst drin. Damit eins klar ist, Clark. Wir kamen zu diesem zugefrorenen Scheißhaus, um die Marker zu stoppen. Und nichts. Weder Sie noch Ihre Besessenheit von Ellie kommen mir in die Quere, kapiert? Ich weiß, wofür ich das tue. Sie ja, auch? Ja. Bringen wir den Aufzug wieder zum Laufen. Mit etwas Glück warten die anderen hinter den Toren auf uns. Och, die anderen. Pack auf die anderen, die haben uns keinen Schritt geholfen. Nichts haben die gemacht. Echt mal. Eigentlich würden die alle hier lassen wollen. Oh, was gibt's denn hier Schönes? Kann ich hier was Neues bauen? Oh, hat der Roboter einen gefunden? Na, gefunden haben wir ja scheinbar einen jetzt hier. Kanister-Bergungsmodul? Achso, kannst du die Kanister direkt einsammeln oder was? Alter, ich glaube, ich kann jetzt meinen Flammenwerfer bauen. Also entweder könnte ich jetzt, du Nico, ihr könnt jetzt einen Ripcore bauen, ein Tool mit schwebender Klinge für kurze Entfernungen. Klingt unschlecht, habe ich auch schon gesehen. Oder ein Flammenwerfer. Bau doch mal so einen Flammenwerfer. Was haben wir hier noch? Chronische Streuung. Ich habe jetzt eine Pumpgun und einen Flammenwerfer. Das sollte eigentlich, aber ich habe eben ein Problem, ich habe keine Dinger mehr, keine, das ist ja doof, ja. Jetzt habe ich einen Flammenwerfer, aber keine Druckwelle mehr, das ist ja scheiße. Warte mal, ich mach was anderes, ich baue den Dings wieder drin, den, ich nehm das, nee, warte mal, das ist das nicht, scheiße. Was hatte ich denn jetzt hier drin? Genau. Und das machen wir jetzt da oben hin. Dann nehmen wir das als Flammenwerfer. Zack. Guck mal, ich habe mal auf dem Rücken wie Anfänger. Über so ein Auto. Und jetzt mache ich mir noch schnell bei der Hauptwaffe was drin. Schaden oder so ein Scheiß. Mal gucken. Ach, siehst du, das ist eine gute Idee. Meine Platine hab ich ja auch noch. Alter, soll ich dir was erzählen? Gummi? Ja, warten. Meine Waffen haben jetzt Schaden komplett. Die ganzen Balken oben voll. Habe ich auch gemacht. Naja, gut, Schaden nicht. Ich hab das ein bisschen aufgeteilt. Ich habe auch einen Minenwerfer jetzt dran. Laserminen.
Ich habe den Plasmakern habe ich jetzt mal konzentriert gemacht, so eine Art Scharfschützengewehr für Plasmawaffen. Ich muss mal kurz einen Testschuss abgeben. Ach, das war der Scheiß. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Na, wenn ich vorher aber so mache. Was ist denn das, Alter? Okay. Also ich weiß nicht, was das, ob das ein Elektroschocker sein soll. Ich komme da noch nicht so richtig hin. Aber was geil sein wird, ist das. Oh, wollen wir mal sauber machen, wenn die mal kalt wird, ne? Sag's Bescheid. Warte mal kurz nochmal bitte. Ach, mit dem Flammenwerfer kann ich dich nicht anschießen, du würdest tatsächlich sterben, ne? Ich kann nicht schießen. Wenn du vor mir stehst. Ich hab ein bisschen Bammel, was die Hauptwaffe jetzt angeht. Da muss ich was haben, was eine schnellere Feuerrate hat, weil das ist ja hier, ich kann ja alles machen. Wobei, eigentlich hau ich die ja meistens eh nieder. Aber zwei Schuss, Alter, lädt ja nicht. Warte mal, ich ändere das. Das ist doch Schund. Ich bin von diesem Granatwerfer nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was, warum? Find ihn scheiße. Ja, der Flammenwerfer hätte ruhig auch eine bessere Reichweite. Warte mal, vielleicht kann ich das ja machen, wenn ich einen anderen Kern nehme. Was kann ich jetzt machen? Wisst ihr, was ich einfach gemacht hab? Na warte mal, ich hab jetzt die Spitze bei dem Flammenwerfer geändert. Achso, ich wollte ja jetzt hier die Platinen noch rinsetzen. Ich hab mir mal was richtig gebaut. Sagt dir der Begriff vierläufige Schrotflinte was? Ja. Ja, die Dinger mit dem Elektrogeschossen, muss ich sagen, die Dinger kommen richtig gut, ne? Also die erfüllen tatsächlich ihren Zweck. Ja, kannst du hier auch machen, Schrotflinten bauen direkt. Ach, ich hab mir Frierstrahl. Ob das was bringt? Ja. Die Spitze hier ändert, jetzt kann ich Leute einfrieren. Ob das was bringt, weiß ich jetzt allerdings nicht. Und dann haben wir hier noch, naja, mein Tesla-Scheiß. Soll ich lieber einen Flammenwerfer nehmen? Ich meine. Aber dann bewegen die sich vielleicht noch, ne? Mit die Frieren fallen sie um. Finde ich ja jetzt so witzig. Muss man nachher mal nett ausprobieren. Kannst ja mal ein bisschen, sag ich mal, Waffen mit Schmackes mitnehmen oder sowas, wenn ich die dann stunne. Also ich tue die ja sowieso meistens mit dem Schmetterschlag hinschmeißen. Wenn du dann da so eine kleine Massenvernichtungswaffe hinschmeißt, ist ja auch Feierabend. Und ich hoch einfach mal eine Runde rein.
passt, dann machst du hoch, Weine hoch. Was? Oder nicht? Warte mal kurz, ich bin gerade. Mach in Ruhe. Ich roch ja gerade. Ist ja alles kein Thema. Alles cool. Alles easy. Alter, wird denn morgen eigentlich auch so warm werden? Das ist ja nicht auszuhalten heute. Scheiß doch mal. Ach, was freu ich mich schon auf die Beta von Battlefield, ey. Ich bin einfach nur geisteskranker Bastard, Alter. Wieso, was hast du jetzt gemacht? Das wirst du gleich sehen. Ey, ich hab schon überlegt, ob ich diese elektrische Aufladung damit nehme. Die macht übel Schaden, wirst du, aber dauert eine Weile, bis man damit rumballern kann. Aber die scheint einen Flächenschaden zu machen, ja. Aber mit Granatwerfern kann ich mich auch noch nicht so wirklich anfreunden, muss ich ehrlich sagen. Ah, die Schrot sieht so gut aus. Ich bin nicht Schrot, das ist die Schrot. Sieht aber genauso aus wie die Waffe davor übrigens, ne? Was hast du denn bei der anderen drauf? Präzision oder was? Hier habe ich einen Granatwerfer mit Schockwelle drin. Oh, also erst, das ist gut. Wegstoßen und dann in Luft sprengen. Und hier habe ich diesen Bolzen und die Schrot. Aber der Bolzen ist als Schrot angelegt. Also ich schieße hier 6 Bolzen auf einmal und die Schrot hat auch 6 Schuss auf einmal. Nice, das ist immer gut. Also immer schön Streuung, weil die Viecher musst du zerlegen. Das ist schon. Das Ding auch in den Kutschen oben. Naja, Alter, jetzt bin ich fertig, Alter. Jetzt fängt der an. Ich glaube es nicht. Ah, da bin ich halt Alleinunterhalter jetzt hier. Erstmal den Eisstrahl gleich testen und danach werden wir mal den Flammenwerfer einbauen und den Flammenwerfer mal ausprobieren. Mal gucken, was dann besser kommt. Wir müssen ja ihren Zweck erfüllen, die Dinger. So. Bist du schon fertig mit Rohren jetzt? Logisch, Junge, ich will meine Pampe ausprobieren, ich bin aufgeregt. Dann warte mal einen Moment. So. Also ein Funk-Headset ist schon was Geiles. So, dann wollen wir mal gucken. Meine Bolzen raus. Was habe ich jetzt eigentlich? Achso, den Gefrierstrahl habe ich hier. So, mal Tür auf. Von wo sind wir jetzt? Ach hier, hier jetzt weiter. Mal. Die Sequenz, irgendwas passiert doch gleich. Ja. Na toller Roller. So, da waren wir oben und sind wieder unten. Sehr schön haben wir das hingekriegt. Oh Scheiße! Auch kommen Sie! Sein Panzer ist zu dick! Ziehen Sie auf weiches Gewebe!